Joker ohne ohne und nicht One One, wie manche Banausen von euch da draußen sagen, ich weiß es genau, es gibt euch, ist die Antwort auf den Carbonwahn, der momentan existiert bei Laufschuhen. Den Schuh gibt es schon seit einem guten knappen Jahr und er hat die momentan sehr beliebte Carbon-Innensohle, die sich auch beim Laufen bemerkbar macht, ganz deutlich. Die Hoka One Ones, wenn ihr schon mal welche gelaufen seid, ihr wisst, haben sowieso eine sehr stark ausgeprägte Rocker-Geometrie, was den Schuh ja immer sehr weit nach vorne schwingt. Ist aber meines Erachtens immer dann von Vorteil für Neutralläufer, der bin ich halt, und darum passt mir das eigentlich ganz gut. Und es ist tatsächlich der schönste Schuh für mich in 2019 gewesen. Er ist wunderschön. Ich ziehe mittlerweile am liebsten draußen an, wenn ich einfach gut aussehen muss und nicht so sehr beim Laufen. Denn ich muss ehrlich sagen, der Schuh und ich wurden beim Laufen nicht die allerbesten Freunde. Ja, das hat wahrscheinlich mit meinem nicht so schön ausgeprägten Laufstil zu tun. Wenn ihr aber flotte LäuferInnen seid, solltet ihr den Schuh auf jeden Fall probieren. Noch eine kleine Warnung. Die Zunge ist relativ dünn und sehr stark nach innen gewölbt. Das fand ich auf Dauer auch leider nicht so gut, denn dadurch sind leichte Druckpunkte bei mir entstanden, was mein Laufvergnügen doch erheblich geschmälert hat. Aber ihr wisst selbst, jeder Fuß ist anders.